Super Mario 64. Es reicht schon, den Titel des Abenteuers auszusprechen und viele Spieler verfallen in süße Verzückung. Der erste 3D-Ausflug des berühmtesten Klempners der Welt gilt bis heute als absoluter Meilenstein. Nicht nur des Hüpfspielgenres, sondern der Videospielewelt an sich. Jetzt, wo er endlich auch auf der Nintendo Switch erlebt werden kann, werfen wir mit der Originalversion einen Blick zurück auf den Klassiker. Wo sich der pummelige Italiener bisher nur von links nach rechts bewegte, stand uns auf einmal eine komplette Welt frei zur Erkundung offen. Super Mario 64 war nicht das erste 3D-Spiel, nicht einmal das erste 3D-Jump'n'Run. Aber es zeigt im Gegensatz zur Konkurrenz schon im ersten Anlauf, wie es richtig gemacht wird und brachte dafür zahlreiche weitere Premieren mit sich. Das erste Blockbuster-Spiel, das auf Analogstick-Steuerung setzte, das erste, das eine richtige, frei drehbare Kamera bot. Das erste, welches etablierte, wie das Ende der 1990er extrem populäre Subgenre der Collectathons funktionierte. Dabei hätte alles anders kommen können. Das, was wir heute als Super Mario 64 kennen, nahm seinen Anfang schon viel früher auf dem Super Nintendo. Um die Jahre 1991 und 92 herum werkelte Nintendo gerade an Star Fox, welches für die Darstellung von 3D-Effekten den neuartigen Super FX-Chip nutzte. Miyamoto war von der Technik begeistert und beschloss, dass das nächste Mario-Abenteuer nach dem vielgelobten Super Mario World auf dieselbe Technik setzen sollte. Bilder oder gar Videos aus dieser Entwicklung existieren nicht. Es ist nicht einmal klar, ob jemals ein funktionierender Prototyp für das angedachte Spiel umgesetzt wurde. Jedenfalls stellte sich das Projekt dann doch als zu komplex für die altersschwache 16-Bit-Hardware heraus. Bis das Spiel schließlich Ende 1995 offiziell für das damals unter dem Namen Ultra 64 geführte Nintendo 64 enthüllt wurde, sollte die Struktur des Abenteuers noch etliche Male über den Haufen geworfen werden. So war irgendwann ein deutlich linearerer Levelaufbau geplant, ähnlich wie in den Crash Bandicoot-Spielen. Ein Überbleibsel dieses Designansatzes findet sich noch in den drei sehr geradlinigen Bowser-Levels. Stattdessen stand schlussendlich jedoch spielerische Freiheit im Fokus der Entwicklung. Nach heutigen Maßstäben war das für das Projekt zuständige Team übrigens schon fast lächerlich klein. Meist werkelten nicht mehr als 20 Leute gleichzeitig an dem Spiel. Diese Entwickler hatten dafür den Komfort, dass ihre Arbeit direkten Einfluss auf die Produktion des Nintendo 64 hatte. Der Controller der Kultkonsole wurde mit Super Mario 64 im Hinterkopf gefertigt. Das zeigt, was das Prestigeobjekt, der mit Abstand wichtigste Launch-Titel der neuen Hardware, für eine riesige Bedeutung hatte. All die Mühen, all die Neustarts und die vielen Gedanken, die um das Abenteuer kreisten, zahlten sich schlussendlich mehr als aus. Als Super Mario 64 im Juni 1996 in Japan erschien und im März 1997 auch hier bei uns in Europa, wurde es mit Höchstwertungen, überschwänglichstem Lob und Preisen nur so überschüttet. Schnell war klar, Nintendo hatte nicht nur einen Fuß ins 3D-Gaming-Wasser gesteckt. Es hatte eine Bombe vom Zehnerturm und alle anderen Mitbewerber am Beckenrand gehörig nass gemacht. Das in den Kinderschuhen steckende 3D-Gaming hatte auf einmal eine Blaupause, wie man es richtig machte. Tatsächlich, runtergebrochen auf die spielerische Essenz, funktionieren 3D-Hüpfer auch heute noch fast genauso wie Super Mario 64. Doch die Bedeutung geht noch so viel weiter. Ohne Marios N64-Abenteuer hätte es wohl keinen Zelda Ocarina of Time gegeben, welches sich eine Engine und viele Erfahrungswerte mit dem Mario-Abenteuer teilte. Ohne Mario 64 auch keine Rareware-Klassiker und auf lange Sicht keine Open Worlds, wie wir sie heute kennen. Also kein GTA, kein Assassin's Creed, kein Witcher 3. Klar, eine gewagte Aussage, aber fast alle Entwickler dieser Welt berufen sich bezüglich dessen, was sie tun, schlussendlich wieder auf den 3D-Urvater zurück. Entwicklungen wie frei drehbare Kameras, das stufenlose Bewegen im dreidimensionalen Raum, der sinnvolle Aufbau von offenen Arealen. All diese Elemente, welche sich Studios nach 1996 zu eigen machten, haben ihren Ursprung in Super Mario 64. Erlebt man das Abenteuer nach all den Jahren wieder, dann weiß man auch, warum Super Mario 64 diesen extremen Einfluss hatte. Klar, es hat seine archaischen Momente und bei manchen Designentscheidungen möchte man die Entwickler kräftig durchschütteln. Aber im Kern ist es wahrlich hervorragend gealtert. Und es führt einen als Spieler extrem kompetent an die für damalige Verhältnisse neuartige 3D-Welt heran.
Sobald wir nach Prinzessin Peaches Einladung vor ihrem Schloss aufschlagen, sehen wir uns erst einmal mit einem offenen Areal ohne jede Gefahr konfrontiert. Das Wasser plätschert im Schlossgraben, Vögel zwitschern, Bäume laden zum Klettern ein. Wohl jeder Spieler, der Mitte der 1990er das erste Mal in das Abenteuer startete, verbrachte erst einmal viel zu viel Zeit in diesem Areal, hüpfte herum und lernte Marios Moveset kennen. Das ist kein Zufall und war von Nintendo genauso gewollt. Gemäß der alten Designweisheit des Mario-Erfinders Shigeru Miyamoto müssen die Grundlagen eines Spiels innerhalb des ersten Bildschirms etabliert und verstanden werden. Somit werden die Spieler hier sanft an all die Bewegungen und Elemente herangeführt, die sie im späteren Verlauf in immer komplexeren und kniffligeren Situationen werden umsetzen müssen. Was dereinst bei Super Mario Bros. Sprung, Goomba, Pilz und Blöcke waren, waren in Super Mario 64 Laufen, Dreifachsprung, Weitsprung, Schlag, Klettern, Schwimmen, Krabbeln und Co. Und auch danach wird man nicht sofort ins kalte Wasser geworfen. Nach und nach führt einen das Abenteuer an immer anspruchsvollere Herausforderungen heran. Nachdem man die ersten Hallen und Gänge von Peaches Schloss untersucht hat, stolpert man unweigerlich über ein großes Bild, auf dem die Bombenfeinde Bob-Oms zu sehen sind. Berührt man das Gemälde, fängt es seltsam zu wabern an. Und über kurz oder lang sagt einem die Intuition, was zu tun ist. Einfach mal drauf losspringen und schon ist man mittendrin im ersten echten Level von Super Mario 64. Bob-Oms Bombenberg. Show, don't tell ist die Devise des Titels. Nicht jede klitzekleine Kleinigkeit wird dem Spieler vorgekaut. Eine Unart, der sich Nintendo heutzutage leider recht oft hingibt. Klar, Toads und Tafeln geben Hinweise. Größtenteils erschließt man sich aber selbst, was zu tun ist. Unsere Aufgabe ist es, goldene Sterne zu sammeln. Also machen wir das. Here we go! Schon in diesem frühen Moment im Spiel wird die beim Herumturnen im Vorgarten angedeutete spielerische Freiheit offenbar. Die Missionsbeschreibung sagt uns, wir sollen König Bob-Omb oben am Plateau des Berges bezwingen. Was aber, wenn wir das einfach nicht tun? Was, wenn wir stattdessen anfangen, rote Münzen zu sammeln? Möglicherweise sogar einen Weg finden, trotz zu diesem Zeitpunkt noch versperrter, offensichtlicher Route, zu jenem Sternexemplar auf der fliegenden Insel im Himmel zu gelangen. Zack, gibt es als Belohnung einen ganz anderen goldenen Stern als den eigentlich angedachten. Oder wir erforschen die Gegend, entdecken, dass wir den armen Kettenhund von seiner Leine befreien können und sehen uns auf einmal mit einem weiteren Sternchen belohnt. Super Mario 64 kennt nur ganz selten eine einzelne Lösung. Viel häufiger sind die Anweisungen, die es an uns stellt, bloß eine grobe Richtlinie. Da können sich so manch moderne Rollenspiele mit Entscheidungselementen noch eine Scheibe abschneiden. Dieser Ansatz geht aber noch weiter und man kann sich vorzüglich darüber streiten, inwieweit dieser zweite Aspekt von Nintendo selbst vorgesehen war. Wir haben ja schon erwähnt, dass wir auch ohne die Kanone, die für den Weg nach oben notwendig ist, zum Stern auf der fliegenden Insel gelangen können. Die Wahrheit ist, an so gut wie keinen der Sterne kommt man nur auf eine Art. Marios komplexes Bewegungssystem, welches während der Entwicklung Dreh- und Angelpunkt aller Entscheidungen war, erlaubt einem, ja ermutigt den Spieler gar, die Level an allen Ecken und Enden auszutricksen. Warum im Gebiet Grüne Giftgrotte den Weg durch das giftige und tendenziell nervige Labyrinth nehmen, wenn ein gut platzierter Rückwärtssalto mit anschließendem Wandsprung Mario direkt zum sternförmigen Objekt der Begierde befördert. Warum in der Welt Frostbeulenfrust umständlich einen grünen Panzer besorgen und über eine steile Rampe zum angepeilten Iglu fahren, wenn man einfach eine deutlich komfortablere Alternativroute nehmen kann. Warum in der Lavalagune auf einem wackeligen Baumstamm zum Ziel kullern, wenn man sich einfach eine Flugkappe überstreifen und fröhlich hinsegeln kann. Was diese in jeder Hinsicht offene Herangehensweise erreicht, die abseits vom deutlich anders gestrickten Super Mario Odyssey keinem Klempner-Hüpfspiel auch nur im Ansatz jemals wieder nachzuahmen gelang, Super Mario 64 ist ein Spiel, das weit, weit über seine eigentliche Spielzeit hinaus noch für fast uneingeschränkte Langzeitmotivation sorgt. Im Kern ist es simpel. Man sammelt 70 goldene Sterne, um den letzten der drei Bowser-Kämpfe bestreiten zu können, beziehungsweise 120, wenn man wirklich alle Aufgaben erledigen will. Das dauert je nach Können und Erfahrung beim allerersten Durchgang etwa 20 bis 30 Stunden. Befand man sich kurz nach dem Launch 1996 in dieser Situation, dachte man dann wohl, man habe alles gesehen und erlebt. Aber dann kam am Schulhof das Gerücht auf, dass Maxi Huber aus der 5C diese und jene Aufgabe, für die man selbst Stunden gebraucht hatte, innerhalb von Sekunden und auf völlig andere Art und Weise gelöst hätte. Die Reaktion war damals dann wohl Skepsis, ehe man hörte, dass Susi Meier aus der 4A auch ganz anders an eine Sternensuche herangegangen war. Also setzte man sich noch einmal ans N64, versuchte es auf einmal mit völlig anderen Tricks und erlebte eine wahre Gameplay-Epiphanie.
Nachdem man bereits dutzende Stunden mit dem Abenteuer verbracht hatte, tat sich einem auf einmal eine Welt hinter der virtuellen Welt auf, die man vorher einfach nicht gesehen hatte. Einfach deswegen, weil einem das Wissen und die Fähigkeiten dazu fehlten. Obwohl oder gerade weil das Internet mit seinen Antworten auf alle Fragen und Enthüllungen aller Geheimnisse damals noch keine Rolle spielte, zog einen das Spiel mit all seinen Möglichkeiten immer weiter in seinen Bann. Ein Nebenaspekt dieser kollektiven Dekonstruktion dessen, was in Mario 64 möglich war und ist, war die Mythenbildung. Auch hier gilt, in Zeiten der Internet-Omnipräsenz veröffentlicht, hätte das Spiel zumindest in dieser Hinsicht wohl nicht so ein Phänomen werden können. Emsige Dataminer, Foren voller Leute, die den Entdeckerdrang normaler Spieler durch ihre Enthüllungen dämpfen, machen es beinahe unmöglich, dass Geheimnisse jahrelang unentdeckt bleiben. Dafür haben wir sogar aktuell den besten Beweis. Denn der große Quellcode-Leak rund um SNES und N64 Mitte 2020 breitete alles, worüber man in Ocarina of Time, Star Fox, eben Super Mario 64 und Co. bisher nur mutmaßen konnte, für alle sichtbar vor der Welt aus. Früher aber sah man auf einer verwaschenen Tafel im Hinterhof von Peaches Schloss eine noch verwaschenere Schrift und machte sich Gedanken darüber, was das bedeuten könnte. L is real 2401. Lässt sich Luigi als Spielfigur freischalten? Oder man fragte sich, was sich außerhalb des riesigen Aquariums neben dem Level Piratenbucht Panik wohl befand. Oder man wollte wissen, ob nicht doch irgendwo noch ein letzter geheimer Level versteckt war, welches die Maximalsternenanzahl über die 120 offiziellen Exemplare hinaus beförderte. Heute weiß man die Antworten nach einer Internetsuche. Ja, Luigi war für einen gestrichenen Koop-Modus geplant, das auf der Tafel ist aber nur Kauderwelsch. Hinter dem Aquarium ist genau nix. Und nein, einen geheimen Level findet man auch dann nicht, wenn man das Spiel fünfmal ohne Sterben zu 100% durchspielt, dann mit Peach redet, die auf einmal in der Haupthalle des Schlosses erscheint, ihre geheime Rutschbahn unter 10 Sekunden absolviert und dabei einen Handstand macht. Dadurch, dass man dereinst aber eben nicht alle Antworten hatte, sondern viel, viel mehr als das Offensichtliche in das Spiel hineininterpretierte, kehrte man schon deswegen immer wieder in die virtuelle Hüpfwelt zurück. Und es entwickelten sich Legenden, die allen Gegenbeweisen zum Trotz bis heute Bestand haben. Das war kein Mario 64-exklusives Phänomen. Man denke an das sagenumwobene Triforce und den Tempel des Lichts in Zelda Ocarina of Time oder die vermeintlichen Methoden, um in Pokémon Blau und Rot Mew zu fangen. Nein, der Truck am Hafen fährt auch da nicht weg, wenn man die Top 4 12-mal besiegt hat. Die höhere Komplexität der Spiele in der frühen 3D-Ära trug hier zu einer Mythenbildung bei, die es zu 16-Bit-Zeiten noch nicht in diesem Ausmaß gab. Doch wenden wir uns wieder Mario 64 und einem weiteren Aspekt zu, der es bis zum heutigen Tage top aktuell hält. Seine Bedeutung für die Speedrun-Szene. Nach ersten 2D-Versuchen mit Super Metroid und Co. und mit erschwinglicher Videotechnik und dem Internet etablierte sich rund um Marios N64-Abenteuer in den Jahren nach dem Release eine illustre Gruppe an Menschen, die vor allem eines im Sinn hatte: das Spiel so schnell wie nur irgend möglich hinter sich zu bringen. Gerne wird die Arbeit von Speedrunnern von Personen, die nicht in der Materie stecken, als sinn- oder respektlos gegenüber dem Titel, den sie sich vorgeknüpft haben, bezeichnet. Dabei wird missachtet, dass Speedrunner in der Regel viele hunderte oder tausende Stunden investiert haben, um so gut zu werden, wie sie sind und jeden virtuellen Winkel des Abenteuers kennen. Wer Super Mario 64 in Rekordzeiten durchspielen kann, der zeigt im Gegenteil nichts anderes als tiefe Liebe und Respekt für den Klassiker. Was Super Mario 64 auch in der Speedrun-Welt so einzigartig macht, ist die Dualität aus Einsteigerfreundlichkeit und extremem Anspruch, sobald es richtig ans Eingemachte geht. De facto kann man sogar als Laie sehr schnell einige recht coole Tricks in Mario 64 lernen. Und hier reden wir, anders als bei den verschiedenen Methoden, sich einen Stern zu krallen, von Tricks, die ganz offensichtlich nicht von Nintendo so vorgesehen waren. Das ist der frühen 3D-Technik geschuldet, bei der die Entwickler viele Glitches, also Manöver, um das Spiel auszutricksen, einfach noch nicht vorhersehen konnten. Gepaart mit der genialen Experimentierfreudigkeit der Speedrunner-Szene lassen sich massig eigentlich zwingend vorgegebene Elemente und Momente des Abenteuers einfach überspringen. Wir sind bestimmt keine Speedrun-Profis, aber sogar wir haben es dank einiger hilfreicher Anleitungen schon mehrmals fertiggebracht, in Super Mario 64 mit nur 16 Sternen und in etwa 40 Minuten zum Abspann zu gelangen. Die Weltspitze kann darüber nur müde lächeln. Der aktuelle Rekordhalter Kanno benötigte im Februar 2020 6 Minuten und 36 Sekunden für dieses Unterfangen und musste dafür keinen einzigen goldenen Stern aufklauben. Und ein solcher Any-Percent-Run ist nur eine von vielen Kategorien, in denen man in Marios Abenteuer antreten kann. Der Weltrekord beim 100%-Run, bei dem alle 120 Sterne eingesackt werden müssen, wurde von User Simply aufgestellt und liegt derzeit bei 1 Stunde 38 Minuten und 28 Sekunden. Sagenhaft!
Für viele Speedrunner ist Super Mario 64 der erste Anlaufpunkt, wenn sie in diesem Metier Erfolg haben wollen. Dank der enormen Zugänglichkeit, gepaart mit dem hohen Anspruch, wenn man wirklich verdammt gut werden will, hat es auch in dieser Hinsicht bis zum heutigen Tage nichts von seiner Relevanz eingebüßt. Wir rekapitulieren. Es ist die heilige Freiheitsdreifaltigkeit aus freier Missionswahl, Freiheit bezüglich der Herangehensweise und der Überlistung des Spiels durch Glitches, die Mario 64 bis heute am Leben erhält. Aber nicht nur. Wie eingangs erwähnt, war es einfach seiner Zeit gehörig voraus und spielt sich sogar heute noch gut. Gerade Marios Bewegungsrepertoire hat kaum etwas seiner Qualitäten eingebüßt. Der Abwechslungsreichtum der Levels ist weiterhin enorm, der Ideenreichtum beeindruckend und der Grafikstil, wenngleich nach heutigen Maßstäben natürlich hoffnungslos veraltet, deswegen nicht minder ikonisch. Jedoch, wo Licht, da auch Schatten. Sogar mit Nostalgiebrille auf der Nase und dem Wissen über all das im Hinterkopf, was die Videospielewelt Mario 64 zu verdanken hat, sind alle Pionierarbeit zum Trotz manche Designelemente des Titels nach heutigen Maßstäben zum Haare raufen. Das fängt schon bei der drehbaren Kamera an. Man merkt, dass Nintendo hier auf neuen Pfaden wandelte. Dass sie einem überhaupt in kniffligen Situationen einen Überblick erlaubt, ist ja schon toll. Aber ständig bleibt sie hängen, lässt sich unverständlicherweise nicht so bewegen, wie man das möchte, zickt und bockt herum und sorgt für unfreiwillige Bildschirmtode. Apropos Bildschirmtode, die bekommt man auch deswegen zu Gesicht, weil manche Aufgaben ganz einfach richtig, richtig schlecht gestaltet sind. Da sind Abstände nicht gut einzuschätzen, der sehr direkte Wandsprung macht einem einen Strich durch die Rechnung oder das Leveldesign stellt einem ein Bein. Hinzu kommen weitere Designfehler. Das berüchtigte Level Regenbogenraserei ist nicht nur schwierig, weil man ständig Gefahr läuft, hinabzufallen und einen dort vor allem die Suche nach den 100 goldenen Münzen in den Wahnsinn treibt. Es ist auch noch furchtbar langweilig, da die fliegenden Transportteppiche im Schneckentempo dahinschleichen und mehrmalige Anläufe damit nicht nur Stress, sondern auch ausgedehntes Gähnen evozieren. Wenn man den Titel schon zigmal durchgespielt hat und jede Aufgabe auswendig kennt, kein Problem, in Wahrheit aber auch ein Designmakel, die teilweise sehr diffusen Missionsbeschreibungen. Wir haben die Freiheit bezüglich der Herangehensweise positiv hervorgehoben. Manche Aufgaben sind aber so verworren konzipiert, dass man wohl nur Bahnhof versteht, wenn man nicht als alter Hase schlafwandlerisch weiß, was zu tun ist. Wie soll man in den Levels Wobbiwabba Wüste, Atlantis Aquaria und Gulliver Gumba herausfinden, welche 5 willkürlichen Punkte man berühren muss, damit ein Stern erscheint? Wem soll die Missionsbeschreibung Zerstöre die Felswand in Wumms Wuchtal weiterhelfen, wenn das komplette Level aus Wänden besteht, die so normalerweise unzerstörbar sind und das brüchige Exemplar auch nicht extra markiert ist? Und wie soll man riechen, dass man auf Peaches Rutschbahn noch einen zweiten Stern erhält, wenn man eine willkürliche Zeit unterbietet? Klar, Mitte der 1990er war es Teil des Reizes, dass man solche Aufgaben irgendwann durch Hinweise vom Schulhof meisterte. In Wahrheit handelt es sich aber trotzdem einfach um schlecht gemachte Aufgaben. Und zu guter Letzt übersieht man als Fan gerne mal, wie unfertig und hässlich das Spiel in mancher Hinsicht eigentlich ist. Elemente laufen gerne mal ins Leere. Sobald man etwa alle 120 Sterne gesammelt und als Belohnung aufs Dach des Schlosses gelangt ist, merkt man, dass dessen Rückseite einfach nicht zu Ende entwickelt wurde und man in die untexturierte Unendlichkeit blickt. Manche Levels, allen voran Aquantis Aquaria, machen zwar Laune. Sie haben im Grunde aber überhaupt kein bestimmtes Thema, sondern bestehen einfach aus offenbar zufällig zusammengewürfelten geometrischen Formen. Überhaupt sehen manche Elemente aus, als hätte man sich einfach am 3D-Baukasten die schönsten Kugeln und Rechtecke 1995 bedient. Klar, anno dazumal war das technisch alles trotzdem absolut beeindruckend. Mit modernen Augen betrachtet geht es einem aber ähnlich, wie wenn man sich den ersten Toy-Story-Film noch einmal anschaut. Die gut gealterten Aspekte beeindrucken noch immer, der Rest nicht so sehr. Ja. Doch das ändert natürlich rein gar nichts an der fortdauernden Relevanz eines Klassikers, der heute von mindestens genauso vielen Leuten geliebt wird wie bei seinem Release. Und das absolut zu Recht. Auf dem Nintendo DS lieferte Nintendo eine erweiterte, stark veränderte Umsetzung des Abenteuers ab, die aber nicht an die Klasse des Originals heranreicht und zudem unter dem Fehlen eines Analogsticks leidet. Wer das Stück Videospielgeschichte, welches da Super Mario 64 heißt, in all seiner Pracht erleben möchte, kommt um die Urversion nicht herum. Auf der Switch ist's ein bisschen hübscher, ansonsten aber größtenteils unverändert und liefert einem somit einen guten Eindruck des Abenteuers. Super Mario 64 ist gelebte Videospielgeschichte, absolut unvergleichlich und steht verdientermaßen gemeinsam mit nur einer Handvoll anderer Spiele ganz oben auf dem Podest jener Titel, welche eine ganze Branche nachhaltig geprägt haben und für immer in unseren Herzen bleiben werden. Here we go!
Listen, everybody. Let's bake a delicious cake. For Mario. Welche Erinnerungen verbindet ihr mit dem N64-Klassiker? Verratet es uns in den Kommentaren. Lasst uns sehr gerne ein Abo und ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Guckt euch zudem unbedingt unser Einkaufsführer-Video zu den 10 besten derzeit erhältlichen Jump'n'Runs an. Alles weitere aus der Welt der Videospiele findet ihr auf pcgames.de.